Das wollen wir nicht wissen. Also denn, es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Sieh zu, dass du im Dunkeln bleibst und dass die Wache nichts spitz kriegt, während Rich und ich uns ranschleichen. Pass ja hübsch auf, was da draußen vorgeht. Wenn Soldaten kommen, gibst du sofort Zeichen. Lass dich auf gar keinen Fall bei einem Kampf mit ihnen ein. Sag nur Bescheid und mach dich dann dünne. Wenn sie dich verfolgen, versteckst du dich und tälst mucksmäuschen still, dann finden sie dich garantiert nicht. Bleib hier stehen, während wir beide nach drüben gehen. Es dauert nicht lange, wir sind schon wieder da, bevor das Gold weiß, dass es uns gehört. Okay. Ah ja, in das Haus wollen sie einsteigen. Okay. Dann warten wir jetzt einfach mal. Würde ich sagen. Ich diene der flammenden Faust. Oh, das klingt nicht gut. Es ist schon spät, Bürger. Was geht hier um diese Zeit noch umher? Hey Jungs, das Spiel ist aus, macht euch davon. Überhaupt kein Grund, mein Herr. Ich mache mich dann auf den Weg. Diebstahl, mein Herr, irgendwelche Schurken brechen in dieses Haus ein. Also wir sollen sie warnen. Das machen wir auch. Hey Jungs, das Spiel ist aus. Wie bitte, bleibt sofort stehen. Dieb zu den Waffen, zu den Waffen. Wow. Immerhin, flüchte, flieh. Schatten verstecken, fehlgeschlagen. Weg. So. Was wollt ihr? Gut. Steht er immer noch draußen rum? Beinahe ja, er steht noch da rum. Deswegen verpieseln wir uns ganz schnell. Zur Diebesgilde. Gut. Und hoffen, dass der uns nicht weiter stört. Oh, das ist immer noch Nacht. Falls er noch einen Auftrag für uns hat, dann nehmen wir den auch gleich an. Hier geht's zur Diebesgilde rein. Nichts ja, leichter als das. Der will schon mal nichts von uns. Was hat die denn? Ich muss Berechnungen anstellen. Die hat eine Schleuder. Noch eine Schleuder, Kugeln. Aber ansonsten hat sie nichts Besonderes. Heiltränke. Mich kümmert, ich hab genug davon. Wir rings auf die Chiorner. Du bist ja, ich hab genug davon. Ah, so. Minst, du sollst nicht da rausgehen. Was wollt denn? Ich verschwinde jetzt. So, ich will mit Husam. Wer bist du nochmal? Ihr seid wohl die neuen Söldner, die Latus angehört hat. Ich bin Husam, hab ziemlich viel von euren Händen angehört, Hicks. Da habt ihr den Eisendrücken ganz schön eingeheizt, Zappalot. Ich würde mich gerne ein bisschen ausführlicher mit euch unterhalten. Was seid ihr, Dickerkorn? Okay, was habt ihr zu sagen? Ihr seid die Söldner, die sich mit dem Eisenton angelegt haben, stimmt's? Nun, ich heiße Husam und ich bin ziemlich gut informiert über euch. Hört mal gut zu, was ich euch jetzt zu sagen habe. Wisst ihr was? Ich hasse den Eisenton. Der hat mich um meinen Laden gebracht, um mein Geld und um meine Frau noch obendrein. Entschuldigung, jetzt habe ich nichts mehr außer diesem Fusel hier. Wenn ich denke, dass ich mal für diesen Sauhaufen gearbeitet habe. Fahrt fort, worüber wolltet ihr mit uns reden? Also ich wollte mit euch über den Eisenthron reden. Ich habe für diese Schweinebande gearbeitet und ich weiß alles darüber. Fragt mich, was ihr wissen wollt. Wer sind die Anführer des Eisenthrons? Der Anführer des Eisenthrons? Ah, da ist erstmal dieser Rieta Kastaschek. Das ist der Obermotz, den haben die Obermötze drunten in Sembia geschickt. Aus einem ist die ganze Operation gewachsen. Da sind dann noch die beiden anderen Typen, Brunus und Taldorn. Taldorn. Brunus ist ein großer, dämlicher, versoffener Halborg, der die ganze Zeit kotzt, weil sein Wischingwehr halt nie keinen Suff verträgt. Taldorn ist eine Schwuchtel. Ja, und fast hätte ich ihn vergessen. Sarivok, den Sohn von Rieta. Richtig fieser Typ, der. Richtig fieser Typ, der. Wollt ihr noch was wissen?
Wir sehen die Pläne des Eisenthrons aus. Die Pläne des Throns, also die wollen Geld scheffeln. Die Gehälse, nichts als Geld. Aber eins weiß ich, die Anführer, die drei großen Tiere, die gehen nach Kerzenburg. Jawohl, da passiert was ganz Großes, was richtig Gigantisches. Jetzt bin ich müde, ich muss nach Hause schlafen. Wenn ihr mich mal wieder braucht, ihr findet mich in der Taverne Elfgesang. Macht's gut. Okay. Der Betrunkene erzählt uns die Anführer des Eisenthrons, sodass sie nach Kerzenburg gehen. Genau. Steht da noch was? Ich habe meinem Freund Lischen in der Ritten Nixe. Okay, das war eigentlich der Stör. 100 Goldstücke anvertraut. Hä? Er sagt, dass in der Taverne Schleime und Schlicke versteckt sein sollen und ich kann diese Goldstücke verdoppeln, wenn ich sie töte. Oh, mein Kopf tut weh. Okay. Jetzt wollen wir aber dich besuchen. Renn. Ach, da bist du ja. Hatte mal ein kleines Techtelmechtel mit der Herzogin. Das Glück ist wieder. Was ich meine. Das Glück ist wieder auf unserer Seite. Ein gutes Dutzend Wachleute hatte plötzlich Lust, Räuber und Gendarme mit uns zu spielen. Hat ein ziemliches Gekabbel gegeben. Nur gut, dass du das Wahnsinn abgegeben hast, sonst hätten sie uns eiskalt erwischt. Wir hatten gerade noch Zeit, uns aus dem Staub zu machen. 300 Goldwürzen haben wir eingesackt. Nicht übel für den Anfang. Aber nichts gegen das, was wir beim nächsten Mal abzocken. Bist du wieder dabei? Keine andere Arbeit ist so aufregend. Kommt ganz drauf an, noch einmal in herumliegendes Gold zu greifen. Ich bin ganz wild, noch einmal drauf in umherliegendes Gold zu greifen. Jo. Also denn, als nächstes haben wir uns eine echte Rosine rausgepickt, die man sich nur noch reinpfeifen muss. Ist aber nicht ganz ungefährlich. Um Gold geht es diesmal nicht, das hatten wir ja schon. Diesmal greifen wir uns ein paar niedliche kleine Klunker, heiße Ware aus Tiefwasser. Ein mittelprächtiger Magier hat sich eine Edelsteinzusammensetzung namens Spitzbubenstein bestellt. Und Gantolandon hat sie reingeschafft. Wenn ihr uns sein Haus vor, dürfte ein bisschen heikler werden als beim letzten Mal. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang im Gasthaus zur funkelnden Klinge und machen die Sache klar. Okay. Wo die funkelnde Klinge ist, das wissen wir ja bereits. Was? Gut. Nichts leichter als das. Das heißt, wir gehen da gleich mal hin. Noch ist es ja mitten in der Nacht. Beinahe unter meiner Würde. Oder sollen wir kurz im Elfgesang nach dem Husam gucken, ob er uns noch was zu sagen hat? Ja, diesen Moment, den haben wir noch. So, dafür müssen wir hier rum. Müssen da rein. Ihr habt eine Aufgabe. Ja, nichts leichter. Die stehen da Schlange und kommen nicht rein. Kommt rein, so. Nichts leichter als das. Mir ganz schön eingeheizt. Da ist Husam. Ich glaube, ich habe ein bisschen Schwips. Tagchen, Leute, schön, euch mal wieder blinken zu lassen. Und wie sieht's? Wie steht's? Ich trau mich wetten. Wir wollten noch mehr über den Eisenthron wissen. Ja, was hast du noch zu erzählen? Ihr müsst zum Hauptquartier, die planen da ein dickes Ding, das kann ich euch sagen. Und nun verschwindet er auch gleich wieder, hä? Super. Ja. Ja, er ist weg. Wir kommen nicht raus, weil einer im Weg steht. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Würdest du dich bitte vor der Tür verkrümeln? Ah, so geht's auch. Man muss nur etwas warten. Stimmt, manchmal muss man einfach nur warten, falls sowas passiert, dann... Es gibt das Programm ein bisschen. So, das heißt, wir gehen jetzt in das Gebiet mit der Klinge. Da wollte ich eh nochmal hin.
Weil ich weiß, in dem Gebiet gibt es einen Erzähler. Also in dem Gebiet hier. Beinahe unter meiner Würde. Ich weiß nur nicht mehr, wo der steckte. Hier war die Nekromantin. Hier war ein Gemischtwarenladen. Ich glaube ja, der war da unten in dem kleinen Gasthaus, wo wir auch den Jungen getroffen hatten. Was machst du denn so spät noch hier? Wenn ich groß bin, werde ich auch zaubern. Das macht Spaß. Ja, okay. Dann zaubern mal schön. Ja? Moin. Mich kümmert's nicht. Du kannst schon mal hier hingehen. Was wollt ihr? Gut. Der Rest sucht die Taverne, genau die hier. Ich könnte nämlich schwören, dass der Typ in dieser Taverne war. Und uns was Nettes über Baldoran erzählt hat. Bürgerlicher, hier war nur der Junge. War der vielleicht ein Stockwerk höher? Beinahe unter meiner Würde. Oh nein, hier schlafen nur alle. Okay. Ja, nichts leichter als das. Oder war das der Schankwirt selber? Nein, dem können wir nur Münzen anbieten. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Und hier hinten war auch niemand. Okay. Was immer ihr braucht. Denn so. Ich verschwinde jetzt. Techtelmechtel mit der Herzogin. Wenn ihr wisst, was ich meine. Diese Nacht wollen wir mal sehen, ob du dich drin auch bewährst. Wet Edge steht Schmiere und wir beide übernehmen die Hausdurchsuchung. Folgt mir zur Tür, ich breche das Schloss auf. Wenn wir drin sind, greifen wir uns die Juwelen, dann verduften wir sofort wieder in Richtung Gilde. Okay. Ich habe keine Unsichtbarkeitstränke mehr. Ich mache hier sicherheitshalber meinen Quicksave. Und ich kann mich hier nicht in den Schatten verstecken. Mist. Ich will nicht in die Schule gehen, Mama. Die anderen sagen, ich stinke. Okay, der Typ ist aufgewacht. Das ist nicht so gut. Das war nämlich der mit der Katze. Ah. Ich muss mich doch irgendwie in den Schatten verstecken können. Denn ich verschwinde jetzt. Ja, in den Schatten verstecken ist gelungen. Ich hab genug davon. Hier ist nichts. In den Schatten verstecken ist gelungen. Hier ist auch nichts. Schatten verstecken fehlgeschlagen. Schatten verstecken gelungen. Okay, solange ich nämlich in den Schatten bin, dürfte er mich nicht bemerken. Schatten verstecken fehlgeschlagen. Und ich glaube, solange ich mich nicht bewege, dürfte er mich auch nicht bemerken. Raus, wir müssen raus. Nein, ich darf ihn ja nicht töten. Das ist ja das Problem. Und ich darf mich auch, glaube ich, von ihm gar nicht erwischen lassen. Ich habe genug davon. Hier lang. So, Schattenverstecken ist gelungen. Ja. So, und jetzt raus hier. Schnell, schnell, schnell. Uff. Davon. Okay. Denn ich verschwinde jetzt. Das wäre geschafft. Nikolai? Dich kennenzulernen, Freund.